So, da sind wir schon wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, der kam schon heute Morgen und neue Tagesaufgabe, nämlich nutze Wurfgegenstände in verschiedenen Matches. Darauf gehen wir gleich näher ein. Kurze Sache. Ich habe vor, Custom Games zu machen mit Preisgeld. Und ihr wisst ja, 2500 Abonnenten hatten wir eigentlich als Ziel so genommen für die nächste Verlosung, aber da habe ich mir gedacht, wir machen auch das anders. Nämlich, ich werde in Zukunft einfach meine V-Bucks, sobald ich die habe, direkt wieder im Stream raushauen. Wie ich das noch genau mache, müssen wir mal gucken. Also bettelt auf jeden Fall schon mal nicht im Stream rum. Hey, bitte schenkt mir den und den Skin. Da ich jetzt 2000 habe, ist klar, da ist die Anfrage groß. Da wird wahrscheinlich jeden Tag mal so ein bisschen was kommen. Aber was ist jetzt das Wichtige? Was die Custom Games betrifft, muss ich jetzt noch mit euch gleich im Livestream ein bisschen abklären, wie wir das Ganze machen. Aber da wird definitiv noch ein separates Video zu kommen, wie wir das genau machen. Ich habe auch vor, nicht dann über einen Tag Custom Games zu machen und da kriegt der Gewinner das und das oder eine Runde, sondern halt schon über einen längeren Zeitraum. Ich sage jetzt einfach mal entweder einen Monat und dann Summe X oder 2 Wochen Summe X, um da einfach mal so ein bisschen auch wieder was zurückzugeben. Und wie gesagt, die V-Bucks, ich werde mir dann keine kaufen, sondern werde das anders machen, das, was ich mir selber erspiele. Heißt, quasi 800 V-Bucks voll. Bei Rettet die Welt versuche ich jetzt echt ein bisschen Gas zu geben, auch privat, um da einfach die V-Bucks-Mission zu machen, um euch da einfach ein bisschen mehr dann zu geben. Also ich schätze mal, so ein Emote wird dann mal safe alle 2, 3 Tage rausgehen. Also wie gesagt, gern ein Abo da lassen. Glocke aktivieren ist, glaube ich, dann jetzt ganz wichtig, weil ihr dann einfach die Nachricht bekommt, dass ich live bin wegen den Custom Games. Wir werden halt wirklich jetzt in Livestreams fast nur noch Custom Games dann spielen, um da einfach mehr. Ihr werdet ja automatisch auch besser. Um Gottes Willen, wir haben ja jetzt hier nicht die Elite schlechthin. Ist einfach mal nur so ein Testobjekt. Wenn es funktioniert, ist okay. Wenn nicht, auch okay. Und wir werden einfach mal gucken, wie wir das handhaben. Ob wir dann nur Custom Games machen. Aber ich denke mal, am Anfang wird es natürlich dann verstärkt sein. So, wie gesagt, gerne Abo da lassen. Glocke aktivieren, falls du neu bist. Und vor allem eine Freundschaftsanfrage schicken. Warum? Das ist nämlich wichtig. Einfach hier oben links, YT-Family Hack. Und dann auf Abschicken. Hier die drei nehme ich direkt mal an. Wie du siehst, es machen auch schon andere. Wir sind jetzt knapp fast, lass mich lügen, 700, ja, 700, ja, 770. Ich weiß gar nicht, wie viel drauf passen, aber wir werden dann einfach mal sehen. Warum die Freundschaftsanfrage? Ganz einfach, weil ich dir nur die Skins schenken kann, wenn du hier schon lang genug mit mir befreundet bist. Zum Beispiel hier die zwei vom Apokalypto-Clan, keine Ahnung, ob sie überhaupt drin sind oder hauptsächlich mal reingeschrieben, denen könnte ich quasi erst morgen was schicken. Wenn du natürlich dann im Stream irgendwas gewinnen solltest, wäre halt schlecht, wenn wir nicht befreundet wären, weil dann verzieht sich das Ganze. So, erstmal das. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir dann auch mal direkt auf die Tagesaufgabe ein. Nämlich, nutze Wurfgegenstände in verschiedenen Matches. Ich denke mal, damit sind eigentlich nur Granaten möglich zurzeit, weil mehr haben wir, glaube ich, gerade gar nicht. Das Ganze mache ich jetzt direkt mal in Gruppenkeile. Natürlich nicht auffüllen, damit mich kein Erfolg quatscht. Und wie gesagt, ihr wisst ja, ich schreibe es nur noch mal rein. Unten steht mein Creator-Code YT-FamilyHack. Erstmal danke, die sich gestern schon wieder eingetragen haben. Also ich kann nur sagen, es werden halt immer mehr. Ihr dürft doch nicht vergessen, die Custom Games müssen auch bezahlt werden. Heißt, wenn ihr mich quasi unterstützt, kann ich auf dem Weg quasi auch wieder was zurückgeben. Ob ich dann, ich meine, ich habe zwar eben gesagt, mit den V-Bucks, dass ich da keine kaufe, aber wir müssen einfach mal gucken, wie das Ganze, es muss halt irgendwo eine Balance sein. Ich denke mal, das dürfte jedem klar sein. Ich kann jetzt nicht eine Runde Custom Game machen, der Sieger kriegt 100 € und noch einen Skin für 2000 V-Bucks. Ich meine, das dürfte jedem klar sein, aber ich will das Ganze halt wirklich nur noch im Livestream machen und der mich unterstützt, wird auch was bekommen. Und nicht irgendwelche Leute, die quasi dann über die Woche über meinen Kanal gesehen haben und einfach dann mal gerade schnell vorbeigucken. Ist halt einfach so, ich möchte halt die Leute belohnen, die wirklich aktiv da sind.
Wenn du natürlich nur Videos guckst, ja, dann schaffst du bestimmt auch mal irgendwie den Stream zu gucken. Wie gesagt, da wird auf jeden Fall ein bisschen öfters jetzt was passieren, im Stream vor allem. Also gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Glocke ist da wichtig, weil sonst siehst du nicht die Aktivierung mit dem Stream. So, jetzt können wir mal langsam reingehen. Wir haben nämlich genug hier rumgeballert. Ach, der gehört zu mir. Was ist denn hier? Das heißt, erstmal ganz schnell Granate finden, eine werfen. Ich bin gerade überlegen, sonst kann man ja nichts werfen oder zählen. Warte mal, habe ich die hier überhaupt mit dem Account? Frisbee-Scheibe und sowas, wisst ihr, wie ich meine? Warte mal. Gehen direkt raus. Zack, runter. Bei Granaten werden wir ja mit Sicherheit finden. Aber pass auf, was ich sage, jetzt werde ich hier keine Granate finden. Aber Granate ist im Spiel, meine ich, das Einzige, was wir zurzeit werfen können. Mir fällt gerade nichts ein. Dynamit haben wir nicht. Wir haben keine Saufpacks. Oh, ich war der Erste, der unten war. Angel. War ja wieder klar. Ich will jetzt nur gerade wenigstens das Haus durchgeguckt haben. Ich will nämlich. Ach, da haben wir doch schon Granaten. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken. Warte mal. Emotes, zack, 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 haben wir schon hier sowas wie Frisbee? Ah, doch. Zählt das auch? Nein. Also, das wollte ich nur damit gucken, ob das zählt. Zack, das zählt. Raus aus der Runde. Und direkt in die nächste. Also, wie gesagt, Frisbee und sowas zählt nicht. Basketball und so. Also, die Items an sich, die man im Inventar hat. Diese Fun-Wurfgegenstände zählen da definitiv schon mal nicht. Heißt, wir müssen noch mal rein. Wie gesagt, ihr müsst das Ganze in zwei Runden machen. Eine Runde Granate finden, werfen, rausgehen, nächste Runde fertig. Aber dafür müsst ihr nicht extra in Gruppenkeile gehen. Ich will jetzt in Gruppenkeile gehen, weil da habe ich natürlich definitiv mal meine Ruhe. So, dann erstmal auch danke an alle, die jetzt abonniert haben. Mein Abozähler funktioniert mal ausnahmsweise. Mal gucken, wie sich das Ganze so weiterentwickelt. Und wegen den Custom Games, wie gesagt, da mache ich noch ein extra Video. Und will das halt wirklich mit euch ein bisschen absprechen, nicht einfach so, so ist das jetzt entschieden, fertig. Sollte ja schon alles ein bisschen fair ablaufen. Und Duo- und Teammodus können wir da absolut gar nicht machen, weil das führt zu Chaos. Dann spielt der eine mit dem, dann spielt der eine mit dem und dann spielt der eine mit dem Schlechteren und hat deshalb verloren. Und ich will halt einfach auch keine Streitereien unter euch haben, weil das wird einfach dazu führen. Dann hat der eine keine Zeit und wie auch immer. Deshalb ist das Ganze im Duo-Modus in meinen Augen schwer durchsetzbar. Beziehungsweise umsetzbar. So, gehen wir direkt wieder runter. Wieso habe ich denn EP-Boost? War doch gar keiner dieses Wochenende. Sehe ich jetzt erst. Oder fängt man jetzt an wie bei WoW und ruht sich aus? Lol. Schon nie gesehen. Er hat schon aufgegeben, auch nicht schlecht. Kam schon mit die Mutti rein. Da ist schon mal nichts gewesen. Dann, da, dann, da, dann. Jetzt hoffe ich nicht, dass hier irgendein Gegner hin will. Ja, holen uns mal wieder ein bisschen EP. Weil dadurch, dass ich mit euch spiele, ist ja mit EP sammeln nicht viel los gerade. Granate, hallo. Lol. Das ist wieder typisch. Wir suchen Granaten, finden keine. Das hier ist den Ernst. Wir finden keine Granate. Da hinten sind Steine. Auch nichts. Hä? Wo ist denn die dumme Kiste? Ist hier eins drüber oder was? Ich will jetzt eine blöde Granate finden. Aha, man muss nur meckern, dann funktioniert das Ganze auch. So, zack. Und schon hat man die Aufgabe fertig. Also ganz einfache Geschichte.
Einfach Granaten werfen, Feierabend. Aber wie gesagt, die anderen zählen halt nicht. Das muss euch halt klar sein. So, das war es erstmal mit der Aufgabe. Dann die kurzen Informationen, die jetzt gerade so anstehen. Aber wie gesagt, zu allem kommt noch ein extra Video. Macht euch mal da keine Gedanken, weil ich muss halt auch im Stream dann, wenn einer neu reinkommt, wie sind die Regeln, bla bla bla, sage ich einfach, guckt ihr das Video an und dann ist eigentlich alles erklärt. So, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wie gesagt, gerne Abo da lassen, Glocke aktivieren, Creator Code eintragen. Und wenn du willst, noch gerne einen Kommentar reinschreiben. Und in dem Sinne, haut rein.